Doch, das war das, ne? Der Hut des uralten Zauberers? Dann war das sozusagen der Lehrling. Aber wir haben doch hier auch so ein Archivar gefunden gehabt. Ich dachte, der hieß Logan. Okay, Leute. Ich weiß nicht, komme ich zu Zwiebelmann noch, wenn ich unten durchs Tor gehe? Oder ist Zwiebelmann hier irgendwo und ich check's nicht, wo ich hin muss? Stopp. Ah ne, der heißt Orbeck. Ach, der Schüler heißt Orbeck? Das ist der Meister gewesen? Mhm. Halt, stopp, jetzt rede ich. Du brauchst das Dach. Das hier draußen? Ach, guck mal, da ist ja auch noch was. Oh, warte mal, kann ich da reinspringen? Natürlich kann ich da reinspringen. Das habe ich ja schon 20.000 Mal gesehen, dass ich das kann. Brauche ich gar nicht. Seht ihr? Ich kann das auch völlig alleine. Da ist Zwiebelmann! Ey! Zwiebel, du alte Sau! Da bist du ja endlich! Oh, Blut. Goldener Schlangenring. Komm raus! Los! Cool, danke, Leute. You are a saint. Once again, you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. Klar, die Trophäe ist schon da. Nee, weiß ich gar nicht, Scotty. Wo hattest du dann aufgehört gehabt? Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take and a duty to fulfill. Very soon. Er hat bald eine Sache zu erledigen. Okay. Ah, no, please. Go on ahead. Okay, weiter können wir I've ganz gut my reden. Own road to take and a duty to fulfill. Sag mal, habt ihr nicht irgendwas soon. Erzählt, dass theoretisch ich Praise the Sunman in Anno Londo finde? Den habe ich gar nicht gefunden. Ah, no, please. I and. Oder ist der wirklich nicht mehr existent in dem dritten Teil? Ich habe hier am Ende des Gebiets den Boss und den Bischof. Welcher Bischof? Welcher Boss? Kommen wir hier zum Boss? Ach du Scheiße. Will ich das? Ich würde eigentlich gerne mit den Kerkertüren nutzen. Bischof ist ja woanders. Da muss ich nur noch weiter in eine uns bekannte Stadt. Meinst du Anno Londo oder was? Ach, Schnulli, den habe ich schon. First try. Zwiebelquest in Dark Souls ist einer meiner allerliebsten All of Time. Oh. Der Zwiebelmann hat sich auch schon richtig so ins Herz von uns allen reingezwiebelt. Okay, den haben wir gefunden. Sehr nice. Oh Gott, ich habe Angst. Wenn ich jetzt sterbe, aber da unten sind, glaube ich, nicht noch... Da ist doch kein Boss drin, oder? Weil ganz ehrlich, hier ist ja nirgendwo ein Leuchtfeuer. Jetzt bin ich auf dem letzten Meter vergiftet gewesen. Das ist doch nicht zu fassen. Da werden doch nur Hände hinter sein, oder? Warum ist das so? Warum sind die hier? Das ist ja ultra ekelhaft. Okay, die kann ich nicht benutzen. 102. Die Frage ist, kommt der hier durch? Nein, der kommt da durch. Ah, oh, hier ist Gift. Oh fuck, ich muss kämpfen. Gerade 1300 Damage abgezogen? Ich sehe nichts, weil alles so dick ist! Alter, der hört sich einfach an wie ein Riesentank. Yes. Okay, aber die sind eigentlich machbar. Das ist mein letztes Gift. Ich sehe nichts, weil
alles ein dickes. Weil alles dick ist. Controller? Onion Rings. Zwiebel ruft an. Onion Rings. Oh, Hilfe. Ruckeli und Zuckeli? Hat der Arschhaare? Habe ich das richtig gesehen, dass der Arschhaare hatte? Warte. Geht's hier nicht weiter? Ist das schon wieder so ein Endraum, wo... wo nix ist? Das ist doch nicht jetzt euer Ernst, oder? Hier passiert da nichts. Oh mein Gott. Hilfe, ich werde überrannt. Das ist auch schon ein bisschen süß, wie die sich da am Boden rollen, ne? Verspeist, Leute. Aber da ist Endzone, oder? Da kann man gar nicht weiter, ne? Freilich hat der Arschhaare. Das sah eklig aus. Holen wir unsere Seelen wieder oder scheißen wir drauf? Ich meine, es sind 25.000, ne? Da unten müssen wir, glaube ich, weitergehen. Das ist doch eine andere Leiter. Scheiße, ich hätte mir, wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich mir vorher so ein Opferring rangesteckt an meinen rechten Finger. Das war definitiv die Umarmung des Todes, ja. Das war, nicht so nett. Na, okay, komm, wir gehen weiter. Also das mit Zwiebelmann haben wir jetzt fertig. Oder was? Are you going to climb down or what? I will try my best. Gott, die ist ein Geringverdiener. 25.000, die piss ich. Ja, ich auch. Aber an Tränen. Das ist eine sehr lange Leiter. Das ist eine sehr lange Leiter. War auch immer so, was auch immer sich die Happy Hippos ausgedacht hat, dem gebe ich zur Begrüßung nicht die Hand. So, ich mache jetzt Mittagsschläfchen. Ja, die waren schon echt gemein, ne? Die waren schon etwas böse. Oh mein Gott, da kommt ja schon wieder der Babo. Der Babo. Ich hoffe, ich falle nicht runter hier. Warum trete ich? Was ist mit mir nicht normal? Wieso trete ich immer? Was ist bei mir los? Hast du mir nicht erzählt, dass ich immer trete? Jetzt gibt es hier ganz schönes Hackmack. Ich bin gespannt, was da unten passieren wird. Sieht schon interessant aus. Aber Bruno schnarcht schon wieder. Die arme kleine Katze. Ah.
Ich wollte gerade sagen, die Schatzkammer, aber dann habe ich die Leichen hier gesehen. In nomine Santis, im Namen des Santos, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um dem Stream von Efi zu lauschen. In der Schatzkammer mit ganz viel Leichen. Soll das die Gier symbolisieren? Du musst doch normal alle Dark Souls-Spieler treten, wenn sie schnell einen Schritt nach vorne machen wollen, um anzugreifen. Ja, das ist bei mir auch, weil das irgendwie die gleiche Tastenbelegung ist. Das ist echt ein bisschen komisch gemacht, tatsächlich. Die werden alle aggro. Ach, das sind die, die wir schon kennen, aber jetzt haben sie noch einen Fächer über dem Kopf. Warum ist der denn jetzt hier? Ja, wie soll ich denn da gegen den jetzt kämpfen? Das ist schon schön, wenn man ein bisschen stark ist. Warum kann man hier eigentlich keinen der Gegner mehr wegsteppen? Oder ist mein Schwert einfach zu lang, dass das nicht in den Rücken von denen passt? Ach, Bruno. Oh. Oh! 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei, würde ich sagen. 1, 2 oder 3. Ich habe schon wieder getreten. Aber das andere wird doch dann der Boss sein, oder nicht? Wie hängt der denn hier? Schon wieder eine rostige Münze. Laufend rostige Münzen. Die hätte man sich auch echt sparen können, oder Leute? Also ich meine, klar, wenn du PvP oder so spielst, sind die vielleicht essentiell.
Aber ich finde, da hättest du dann schon andere Items hinlegen können für Leute, die das vielleicht nicht spielen. Und wenn es nur ein Heimatknochen ist. Oder sowas. Na gut, aber Bosskampf da rein ist auch schon ein bisschen Käse, ne? Ich hab... Ob ich mich menschlich... Kann man da jemanden mit reinnehmen? Kann man da jemanden mit reinnehmen vielleicht? Aber lohnt das? Ich habe nur noch 8 Kartons. Hier ist nirgendwo ein Rufzeichen. Was gibt es da denn noch zu sehen? Wieder zurück und im Lurk. Dankeschön für den Support. Ich hoffe, du bist gut vorangekommen. Bei dem, was du machen wolltest. Ah, hier sieht es mir nicht so aus, als ob hier irgendwo ein Rufzeichen wäre. Ja, sonst sind die ja schon sehr offensichtlich. Aber dann muss ich das alleine spielen? Oh Gott, ich kann doch nicht alleine kämpfen. Was machen die denn da eigentlich alle? Schützen die Truhen? Noch so einer. Das war voll cool, als wir da so runtergefallen sind. Das war bei dem eigentlich schon ganz geil. Bereich halt so diese Gargoyles haben, weil das sieht halt auch so total schlossmäßig aus. Ich finde, das passt halt extrem gut hierher. Das haben sie eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Lichter hier. Okay, da sieht man, das ist, glaube ich, eine richtige Truhe, oder? Glut. Wer weiß es? Keiner? Glut. Da ist eine Fake-Truhe. Oh nein, das sind 2 Fake-Truhen, Leute. Das ist doch nicht deren Ernst. Vom Bossraum 2 Fake-Truhen hinstellen? Cool, die hat sich genau in mich reingedreht. Die ist ja auch witzig gewesen. Und dann wäre ich wieder gefressen worden. Aber die hat schon sexy ass, muss man sagen. Schon wieder so eine scheiß Münze. Ey, wenn du den nächsten scheiß Münze ist, mach ich alte 4. Nee, mach ich nicht. Ich will ja noch weiterspielen. Aber... Das ist ganz schön kacke. Ja, wenn der Eisdamage mal trifft, ne? Okay, ein Großschild. Naja, okay. Immer gut für einen Kippenautomat, die Münzen. Aber sowas von.
Ui, Mine. Sollen wir da jetzt. Also es gibt hier keinen, der uns hilft, ja? Ich glaube, ich ziehe mir einen Opferring rauf. Ich habe vorhin schon 25.000 verloren. Ich will jetzt nicht schon wieder 25.000 verlieren. Das sieht so neblig grün da hinten aus. Das wird easy, aber schwer. Of Katarina have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Okay, wir haben der Riese. Er ist ja schon vorne! Ja, der hat ja nur Akku auf mich. War cool. Vor allen Dingen, Zwiebel haut dem einfach 2000, 3000 Damage raus. Total unterschätzt. Ja, da bist du an was dran. Ja, da muss man halt auch wieder verstehen, ne? Also ich hab 75 Damage oder 200 Damage abgezogen. Das war ja gar nichts. Darum habe ich gedacht, okay, ich muss halt immer die Aggro ziehen, damit der auf mich geht. Ich muss einfach nur überleben und einfach Zwiebel macht alles. War übelst cool. Hat mir gut gefallen. Glückwunsch! Dankeschön! Siegwart lebt. Der kann auch sterben. Ich hab mich... Hätte der sterben können? Ach du Scheiße! Geh mal zum Thron. Na, ich will erst, glaube ich, mit dem reden. Nicht, dass der sonst weg ist, oder? Oder soll ich lieber erst zum Feuer? Weil das ist ja immer so eine Sache bei Souls-Teilen. Ob man erst zum Thron... Also ob man erst sozusagen mit dem NPC redet oder lieber erst... beim Feuer irgendwas macht, weil manchmal triggert man dann irgendwas. Das ist ein Item, okay. Ja, das da hinten, das sehe ich tatsächlich. Nee, red mal mit ihm. Okay, die Meinung spaltet sich. Erst reden. Okay, dann reden wir erst. Weil ich hatte das bei Lords of the Fallen tatsächlich auch gehabt, bei dem einen NPC, dass der dann weg war.
War der nicht schlimm, weil wir den an der nächsten Ecke getroffen haben, war es trotzdem ärgerlich dann. It seems I'm in your debt once again. Nee, wir in seiner. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. Schon wieder so ein Siegbräu. Jetzt haben wir schon zwei. Das eine haben wir ja leider verbraten. To your valor and my old friend Yorm. Long may the sun shine. Praise the sun! Ah. Well, I'm going to have myself a little nap. Okay. The only thing to do, really, after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Ah. Der rennt ja nicht weg. Chat, was quatscht ihr? Oh. Ich habe das Feuer nicht aktiviert, Leute. Ich habe das Feuer nicht das. Hä, warum werde ich denn jetzt hier wieder rausgespawnt? Okay, das ist ja super dumm. Wieso hat mich dieses kleine, nervige Wesen jetzt wieder geholt? Kann ich da hinten ans Feuer? Ist ja nicht schlimm, der Weg zu dem Item wäre ja jetzt nicht so weit. Aber zum Beispiel habe ich ja bei dem einen Boss auch Probleme gehabt. Und hab das Item nicht gegrabt. Bei dem unten im Abgrund mit dem riesengroßen Skelett. Surprise! Okay, wie sehr habt ihr eigentlich schon gemacht? Wir haben schon ein paar gemacht, ja. Alter Schwede. Okay. Ja, also das ist jetzt halt ähnlich wie hier in dem einen Bereich gewesen. Hä, doch, ich habe trotzdem das Feuer. Aber ich bin gar nicht rangegangen. Was ist, wenn ich da jetzt zurückgehe? Und das Item noch hole? Ist das aber das DLC dann theoretisch? Oh mein Gott, wer... Oh nee, ist der jetzt tot? Sturmherrscher. Nachricht. Nur ein Sturm kann das Großholz umstürzen. Ach du heilige Scheiße. Das ist der Zwiebelmann. Aber jetzt ist er doch gestorben oder ist er jetzt nackt einfach irgendwo rumgelaufen? Okay, da hätten wir theoretisch vom Spiel den Hinweis bekommen, dass wir da nochmal was machen müssen, oder? Bei Zwiebelchen. Hätte man den retten können? Hätte man da was anders machen können? Also es gibt ja verschiedene Endings, ne? Sorry, Update. Nicht schlimm. Nicht schlimm, alles gut. Das bleibt ja deiner Fantasie. Die Zwiebel hat sich abgeschält. Nee. Okay, also da ist das so vorbestimmt gewesen, oder was? Hm. Weil beim ersten Dark Souls 1 hätte man ja theoretisch was anders machen können, dass er nicht gestorben wäre. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen geärgert. Ui, der Kopf. Schick. Jetzt haben wir schon 1, 2...
Ei, der... Oh, dann ist ja nur noch ein Fürst. Aber ist das dann theoretisch der Endboss da oben? Weil, wie gesagt, ich soll vorher noch die DLCs machen. Von dem ich eins kenne und das andere nicht. Also, ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Ach, Bruno. Macht schon wieder Grunzgeräusch, die kleine Katze. Hört ihr das? Dass er so Geräusche macht? Farewell. Knarzt hier schon wieder rum. So, einmal haben wir 800. Das ist ja nicht sehr viel. 8000 ist natürlich schon mal eine andere Sache. Müsste eigentlich einmal zum Leveln reichen, ne? Das war mit den Zaubern. Das ist natürlich auch geil, ne? Dadurch kriegst du halt aus den Estus nochmal mehr raus. Wäre für den Boss jetzt tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil ich da ja echt Schwierigkeiten habe mit dem Heilen. Also die Quest ist, glaube ich, durch für ihn, sagt ihr. Okay. Oh, mir fehlen 3000. 3000. Okay, der Typ ist auch gar nicht mehr wiedergekommen. Schriftrolle von Logan, die müssen wir noch an Zauberer geben. Aber ich frage mich... Warte mal. Wo ist denn der Typ, der Archivar? Weil wir haben den irgendwann mal gefunden. Und dann meinte der da irgendwie was zu uns mit der Feste. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo der hin wollte. Do not be gone, please. Oder steht der bei uns hier auch irgendwo? Oh, Champion, have you wished it? You know, I would although, but if I... Oh, terrible. Have a pleasant chat. Irgendwo müsste der doch dann auch rumstehen. Nur weiß ich nicht wo. Oder hätte der hier gestanden? Der hätte hier gestanden, wa? Hier sind ja auch Bücher. Ey, der Typ ist nicht da. Wo ist der hin? Der entzieht sich meiner Aufgaben. Ja, da hätten mir die anderen 4 Level echt noch gut getan. Ne? Hätte ich da noch ein paar Level gehabt. Wo könnte der nochmal sein? Wisst ihr, den ich hier... gefunden hatte, den Typen. Wo könnte der sein? Als nächstes. Also, da bin ich bestimmt schon 30.000 Mal vorbeigelaufen. Der ist am Bibbern. Achso, also im Schneegebiet oder was? Oh, das kann theoretisch sein. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt lang müssen. Müssen wir jetzt auch theoretisch im Schneegebiet jetzt weitermachen? Also kommen jetzt nur noch die DLCs? Oder haben wir jetzt soweit sonst alles durch? DLC und Endboss oder was? Weil der Weg führte ja jetzt auch nicht weiter. Ach, in der Bibliothek. In welcher Bibliothek? Der ist in der Bibliothek. Ich dachte, der ist am Bibbern im Sinne von, der ist, der ist irgendwo... Oh, fuck. Okay, hier weiter nicht. Was? Was für ein Ring? Ja, kurz... Ah, Weisenring. Drei Viertel hast du schon. Drei Viertel habe ich schon.
Okay, das ist aber ganz schön viel. Aber weiß jemand von euch, wo ich den Archivar finden kann? Sehen aber noch ein paar schöne Gebiete. Ach, die finde ich bisher alle ganz cool. An sich müssten wir uns hier aber auch noch mal genauer umgucken. Weil ich ja hier auch an der einen oder anderen Stelle nicht gemietet habe. Gerade hier beim Sumpf. Ja, wie komme ich dann jetzt hier oben nochmal hoch? Das war ja hier hinten so der Weg hier an der Seite rein, ne? Ich habe das schon wieder nicht gesehen. Ich bin echt blind manchmal. Das haben sie gut gemacht, dass sie das so krass verstecken, ey. Voller die Waldfee. So, und zwar stand doch hier der eine Typ. Wo hat er gesagt, dass der hingeht? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich müsste ins VOD gucken. Hat der irgendwas gesagt, wo der hingeht, wo ich den finden werde? Den hier. Den Archivar. Der hieß, glaube ich, Archivar. Hat der irgendwas gesagt, was wir machen sollen? Wo wir hingehen sollen, der hat doch nur mit uns geredet. Also der Zaubertyp haut ab einer bestimmten Stelle im Spiel rein und macht sich dann auf den Weg in die Bibliothek. In die was? In den Feuerbandschrein? Aber ich habe den da nirgendwo gefunden. Also selbst als ich jetzt gerade den Spot entdeckt habe von ihr, ich habe doch immer da in die Ecken geguckt, oder nicht? Ich habe den da niemals sitzen oder stehen sehen. Also muss er ja schon abgehauen sein, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe. Und dann ist er, so wie ihr schreibt, anscheinend weiter in die Bibliothek, in die wir irgendwann kommen werden wahrscheinlich. Oder wo die auch immer sein wird. Bibliothek. Ja, der steht hier unten, weil da sind ja auch Bücher. Aber bei mir steht hier keiner und ich glaube, hier stand auch nie einer. Ich habe das nie gesehen, dass hier jemand steht. Weil wenn ich vom Schmied zurückgelaufen bin, muss ich das doch gesehen haben. Wir suchen den Archivar. Ich habe den das erste Mal in der Pharaon-Feste gefunden. Und jetzt ist mir eingefallen, dass ich den ja auch noch habe. Weil ich habe halt hier so einen Zauber gefunden. Und ich dachte, den könnte ich halt dem vielleicht geben. Den hier, die Schriftrolle von Logan. Orbeck heißt der. Genau. Aber der ist jetzt weg. Und ihr sagt, der geht ab einem bestimmten Punkt dann weg. Und es kann sein, dass der dann irgendwo im Nirgendwo ist. Du musst ihm die Schriftrolle geben, bevor du die Wächter des Abgrunds machst. Was für eine Schriftrolle. Ja, ich habe noch eine Asche im Inventar. Das Problem ist, die will die nicht nehmen, weil die, Ach doch, nee, die habe ich vorhin erst aufgenommen. Stimmt, das können wir noch abgeben. Aber ich habe auch so eine andere Sache hier, die für den Pyromanten, das will der auch nicht haben. Aber die Abgrund-Dinger, die habe ich doch sogar schon gemacht. Die habe ich da voll früh schon gemacht. Aber ich habe den halt auch sehr spät gefunden, den Typen. Ich glaube, ich habe den erst danach entdeckt, obwohl ich die schon gemacht habe hier. Okay, die Quest kenne ich nicht von dem. Schade, ich nämlich auch nicht. Dann hätten wir uns die noch angucken können. Aber ja, was nicht ist, das ist nicht. Das machen dann vielleicht einfach im nächsten Run, den wir dann irgendwann mal machen. Und da kann ich mich eh nicht mehr dran erinnern. Ah, well met, Ashen One. How may I... Gelbliche Asche hergeben. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Die haben wir auch erst gefunden jetzt, ne? Hallo, Planetchen! Hallöchen! I only hope these new wares content. Wie geht's, wie steht's? Wie gefällt dir das neue, das neue Spiel? Du hast doch da was Geiles gespielt gehabt.
Das sah aber auch ein bisschen aus wie No One Survived, muss ich sagen. Okay, was ist jetzt hier drin? Jetzt haben wir theoretisch hier eine große Titanscherbe. Ich weiß nicht, ob wir die vorher schon hatten. Smorgs Helm. Das sieht auch einfach so cool aus. Eigentlich müsste man am Ende nochmal alles farmen und alles sich kaufen. Verlangsamt den Verfall von Ausrüstung. Da habe ich tatsächlich bisher nicht so das Problem gehabt mit. Kaufe ich mir so eine Krone? Irgendwie finde ich die hübsch. Nee, Funkeltitanit hat die nicht, oder? Das ist ja ein Speckstein. Ich glaube, die hatte noch nicht ansatzweise mal ein Funkeltitanit für mich. Ich habe hier die verborgene Segnung, die habe ich gekauft. Dann kaufe ich immer Feuerbälle bei ihr. Oder bin ich nur blind und ich sehe das schon wieder nicht? Nee. Ashen One, be sure. Aber ich glaube, uns fehlt... It is good to what need. Scheiße, ich habe irgendwo... Where did you happen upon this call? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. Die gönnt einfach nicht. Not. Ja, es kann sein, dass ich irgendwo eine Echse nicht gesehen habe oder so. Dass ich da vielleicht zu langsam war. A cursed fate this may be. Hope remains. Weil wenn es vielleicht genau an dem Spot ist, der mir dann gefehlt hat. Ja, ein Funkeltitanit fehlt uns. No! For thee, be careful. I don't want to see my work. Scheiße. Ich erlaube mal kurz noch deine Nachricht. Also ein Funkeltitanit fehlt uns noch. Scheibenkleister, dann könnten wir halt einmal leveln. Aber jetzt mal Real Talk, Leute. Das ist doch der Endboss dann, ne? Der letzte? Wo soll der denn sein? Wir haben doch jetzt alle Gebiete gemacht, oder nicht? Night of the Dead. Ich habe es geschenkt bekommen. Und es ist sehr wie Seven Days to Die. Nur, dass man in dem Spiel jede Nacht eine Horde hat. Das ist aber schon ganz lustig. Oh, das stelle ich mir echt schwierig vor. Wenn man da immer geraidet wird. Würde er gerne was von meinem 1200 Funkeltitanit abgeben? Nee. Hallöchen, was ist denn mit dir? If you won, wie läuft es? Ganz gut, wir haben jetzt gerade ein paar Bosse gemacht. Jorm der Riese haben wir gerade gemacht. Und wir könnten jetzt halt ins Schneegebiet gehen. Oder wir kämpfen nochmal gegen den einen, wo wir jetzt hingeportet sind. Aber ich glaube, ich würde vorher halt echt nochmal gucken, dass ich level. Und John, hallo, hallo. Ich habe vorhin deine Nachricht gelesen. Die Idee mit dem Emote ist schon witzig. Mal gucken, ob wir die hinkriegen. Ich mache ja gerne immer so Emotes on stream. Aus Clips. Aber vielleicht kann ich da einfach mal was aufnehmen. Wir machen auch, also müssen wir gar nichts. Aber wir wollen das DLC machen. Also die beiden. Und wir wollen eigentlich beide DLCs machen, bevor wir theoretisch... den Endboss machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das DLC ist, wo ist das andere DLC? Oder wird das andere DLC erst sozusagen öffentlich, wenn ich dort diesen schönen, super tollen Boss mache? Weil dann dahinter die Leiter runterklappt? Oder ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt lang gehen müsste. Da warst du schon? Wo? Wo war ich schon? Aber du kannst den machen und danach ja ins DLC gehen. Nee, wir wollen ja erst sozusagen die DLCs machen. Also das ist ja, wir machen ja gerade die Battler-Challenge.
der Schaukler, der Scotty und ich. Und wir haben uns so kleine Regeln gesetzt, wie wir was ungefähr vom Ablauf machen wollen. Eigentlich hätte ich gar nicht ins DLC reingucken dürfen. Aber ich habe es gemacht, weil ich neugierig war. Bin da einmal so durchgerannt, hab mir das mal ein bisschen angeguckt, war noch ein bisschen stark. Aber an sich so mit den Rittern hatten wir eigentlich gar nicht so die Schwierigkeiten gehabt. Aber wir haben uns so vorgenommen, dass wir theoretisch eigentlich erst die DLCs machen wollen. Was ist vor dem Endboss der Weg zum anderen DLC? Ist das eine rhetorische Frage mit dem... Nee, das ist tatsächlich eine echte Frage. Also, weil ich kann es mir derzeit nicht erklären, wo ich hin müsste. Das ist klar. Das haben wir gekriegt durch einen NPC. Aber jetzt wurden wir hier nach dem Boss von Yorn hinkatapultiert und vielleicht ergibt sich da dann was. Ich habe noch 7 Bosse vor mir. Dann ab ins Schneefeld. Na, ich glaube, ich würde hier den Boss nochmal probieren. Aber wir können Schneefeld machen, damit wir vielleicht nochmal 1-2 Level machen. Also ein Level machen. Weil ich jetzt gerade 25k dabei habe. Hast du dir die Throne mal genauer angesehen? Ja, hinten stehen halt immer Sachen drauf und vorne konnte ich die Fürstensachen positionieren. Aber sonst wusste ich jetzt nichts. Wann darfst du denn ins DLC? Ja, bevor sozusagen der Endboss da ist. Aber wenn du das halt noch nicht vorher gespielt hast, dann weiß ich auch nicht, was der Endboss ist. Deshalb ist das ja so ein bisschen schwierig, gerade irgendwie so herauszufinden, wann ich da hingehen soll und wann ich da hingehen darf. Das ist halt die Frage. Gescheppert. Aber ganz schön dolle. Okay, ich habe schon wieder nicht aufgepasst, wie viele Dinger ich brauche. Wie viele Runen. Seelen. Aber ist doch schön, Kaninchen, wenn dir das Spiel Spaß macht. Finde ich cool. Da darfst du jetzt noch nicht hier sein. Ja, hier vorne. Ich gucke jetzt, ich mache hier nur die Level. Also, dass ich ein Level voll mache. Ich bin schon einmal bis zu diesem Miniboss gegangen. Zu diesem Wolf. Das habe ich aus Versehen schon gesehen. Da habe ich mich gespoilert. Aber nur weil der Chat nicht gesagt hat, dass hier DLC ist, Kappa. Aber hier kann man relativ gut Seelen farmen, weil die relativ viel Zeugs geben. So, 300. Okay, 29.700. Ob das reicht? Ich glaube, ich mache noch einen. Ja, wir haben sie einfach reinlaufen lassen. Genau so sieht's aus. Schweinerei. Nichts gesagt, hat der Chat. Kein bisschen was. Nee, wir haben uns ausführlich darüber unterhalten. So ist es nicht. Ich will ja nicht sagen, dass mein... mein Chef mich nicht gewarnt hätte. Oh, schon wieder so einen giftigen Edelstein. Okay, ja gut. Dann 30.000 sollte, glaube ich, reichen. Was ist, wenn ich den Baum hier angreife? Ah, kann ich gar nicht. Okay. Ja, relativ gut sehen kann man zum Beispiel im zweiten DLC auch farmen. Kriege ich vom Bonfire zu Bonfire 100.000 Punkte. Oh, was? So viel? Das ist ordentlich. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren noch einmal zu leveln und dann versuche ich da den Boss nochmal zu machen. Oder Miniboss oder was auch immer das ist. Diese Tänzerin da. Aber ohne Scheiß, hättet ihr mir da nicht jetzt einen Tipp gegeben und ich wäre da jetzt zurückgeportet gewesen, dann hätte ich mich auch gefragt, so... Wo muss ich als nächstes hin? Und Zombielaub, danke für den Lurk. Vielen lieben Dank. Danke für den Support. Und lass dir gut schmecken. Guten Appetit. Ah. Buenos Appetitos. Einen guten Hunger. So.
Aber was sagt ihr, warum soll ich mir das genauer angucken? Warum soll ich mir die Tröne genauer angucken? Weil ich das hinten lesen sollte, oder weshalb? Tänzerin als Miniboss? Naja, ist das ein Boss-Boss? Weiß ich nicht, ob es ein Boss-Boss ist. Ich klicke jetzt hier mal lieber nichts an. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas auslöse. Du hast den First Try gegen die Tänzerin verpasst? Nee. Der kommt jetzt erst. Ich habe übrigens für First Try gibt's jetzt bei mir auch ein neues Emote, Leute. Dann könnt ihr effizienter First Try könnt ihr dann posten als Emote, wenn ihr möchtet. Wir haben vorhin mal geschnuppert. Ja, mit silbernem Schlangenring und Schild, das verlangsamt. Und wenn ich noch den Seelenfarmhelm benutze, kriege ich auch noch 150 bis 200. Krass. Na, das ist ja nicht schlecht. Also Tänzerin ist auf jeden Fall ein Boss und nicht ein Mini-Boss. Okay. Dann ist sie ein Boss. Dann habt ihr nichts gehört, was ich gesagt habe. Ey, ich würde ja zu gerne wissen, ob ich heute dann jetzt schon ein bisschen weitergekommen bin als Scotty, damit ich vielleicht auch mal Scotty zugucken kann und Schaukler und so, weil ich ja nie was von denen sehe. Weil ich immer die ganze Zeit nur lurken muss, damit ich mich nicht spoiler. War noch nicht geschafft. Tänzerin heißt bestimmt Jessica. Vielleicht. Vielleicht heißt sie Jessica. Vielleicht. Jessica. Ach, das war witzig. Das war so ein richtiger loster, dummer Moment. Ich lieb's. Gehittet, kann es sein? Alter, es war eigentlich ein guter Try. Die hat mich ja gar nicht getroffen. Ich war super langsam. Aber wenn die mich trifft, dann ist First Try. Und WB Sporli, schön, dass du auch wieder da bist. Hello, hello. War ich menschlich gewesen, ja, ne? Ball change. What? What do you want from me? Also an sich kann man schon deren Bewegungen aber ich treffe halt manchmal einfach nicht. Das ist das Problem.
Oh nein, ich hab nichts gesehen. Ich hab's nicht gesehen, weil die Säule davor war. Ich hab nichts gesehen wegen der Säule. Dann wirbelt die sich da rum, die Sonne behindert. Ich meine natürlich eine wärmstens liebevolle Person. Was könnte ich bei der anders machen? Kleiner Hinweis, Evi, Schocker kannst du nicht zuschauen, der ist schon weiter. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also ich gucke trotzdem bei den Leuten auch zu, ich bin halt einfach im Lurk. Ich bin halt einfach im Lurk bei denen und lass dann nur die Kamera zum Beispiel offen oder so. Leite mir halt einfach das Bild so zurecht, damit ich trotzdem höre, was sie sagen. Und wenn da jetzt irgendwie gegen den Boss also gekämpft wird, dann kriege ich das ja meistens nicht mit, was da genau abläuft oder welche Angriffskombo die haben. Aber ich kann trotzdem Clips schneiden oder sowas. Das finde ich dann okay. Ja, der Schaukler, der ist schon wieder weiter. Obwohl ja eigentlich Scotty erst vor uns war. Aber dann hat jetzt irgendwie die Prinzen, hat sie schon? Welche Prinzen? Spoilert der hier auch noch? Ich bin erstmal am Arsch der Prinzessin. Ach fuck. Ich hab auch vergessen, Dings zu nehmen. Ich habe ja gar keine Glut genommen. Ah, Halleluja. Aber wenn die halt diesen Wirbel macht, da weiß ich immer nicht, ob ich da weggehen soll oder ob ich... oder ob ich da dranbleiben soll. Evi hat ja mal richtig Probleme. Ja, das bei manchen Gegnern, da werde ich halt nicht richtig warm mit denen. Also das ist halt schon wieder auch so ein Gegner, der ist dann so verzögert. Und dann, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Probleme habe. Ich habe Probleme gehabt beim Lies of Fear Endboss. Der hat mich 5 Stunden gekostet. Die haben wir zum guten Drittel nach unten schon bekommen gehabt. Ist kacke. Durch diese Pfeiler und dass sie so eine Attacken macht, die so sehr viel mit Licht und so zu tun haben. Das finde ich tatsächlich sehr schwer bei der. Schon wieder. Den hast du gecheased, den Lies of Fear Boss? Ja,
Ja, ich sag mal so, bei Lies of P hätte ich den auch übelst krass machen können, hätte ich auf Damage gespielt. Aber ich habe halt in Lies of P so viel mit meinem Würfel und der Asche gelevelt. Und dann hieß es auf einmal beim Endboss, ja, kannst du nicht benutzen. Und dann war ich halt am Arsch, weil ich halt alles in meine Asche reingesteckt habe, anstatt in mich. Und das war halt so ein bisschen ärgerlich. Und Alucard hat ein Nüsschenküsschen gekriegt. Kussi aus Nussi. So, von Herzen. Habt ihr eigentlich schon jemand gesagt, dass das Spiel erst jetzt beginnt? Ihr habt vorhin gesagt, ich bin schon dreiviertel eigentlich schon fertig. Wo beginnt denn da das Spiel? Oder meint ihr jetzt vom Schwierigkeitsgrad her? Nachdem ich stundenlang an dem Drang gesessen habe und dann Wurf-Items getestet habe, habe ich den dann gecheased. Ja, ich habe die zweite Phase bei dem auch nur mit Wurf-Items gemacht, tatsächlich. Was passiert, wenn ich drauf drücke? Oh, Abo-Falle! Oh Gott, und 9 Monate! Wir haben ein Baby! Wir haben ein Baby! Dankeschön, Sub-Zero. Vielen, vielen lieben Dank. Merci beaucoup. Ich schaffe alle Spiele immer schneller im First Try als alle anderen. Und Bosse mache ich dann auch immer First Try. Und ich gebe mir halt keine Mühe damit. Niemand weinen muss. Ja, das ist halt, manche Leute flexen halt sehr gerne damit, dass sie irgendwelche Sachen halt so gut schaffen, ne? Ist ja auch völlig legitim. Mir ist das tatsächlich egal, wie lange ich für irgendwen brauche oder so. Klar freut man sich darüber, wenn man irgendwie einen First Try macht. Aber es ist halt auch so, dass jeder ja unterschiedliche, wie sagt man das? Jeder hat ja unterschiedliche Probleme mit den Gegnern, ne? Manche Leute, die haben kein Problem damit, wenn der Gegner recht groß ist. Andere haben dann eher schon ihre Schwierigkeiten da. Ich finde das halt, jeder soll so spielen, wie er will. Und Tanaka, danke schön auch für deinen Resub! Im 28. Monat. Dankeschön, Leute. Och Mann, jetzt fickt die mich schon wieder, die dumme Bitch. Was ist denn das für ein dreckiger Boss, Alter? Die geht mir ja so auf den Sack. Ja! Gib's mir! Oh Mann! Nein! Oh! Ey, der eine Try vorhin war echt nicht... Tschut, tschut! Der eine war ja echt gar nicht schlecht. Ey, danke schön, ihr Lieben, für den Support. Für den Hype-Train! Und des Tags Goal. Dankeschön, John, fürs verschenkte Abo an Stering. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin aber weg. Bis zum nächsten Mal. Und wenn morgen noch an den Boss hängst, Evi, biete ich dir gerne meine Hilfe an. Ja, ich... Nö, ich schaff das schon. Hab mal Vertrauen in mich. Ich gebe mein Bestes. Ich bin leider auch wieder raus. Ey, war schon mit dir. Dankeschön fürs dabei sein und für den Support.